Hallo zusammen, wir wollen eine weitere Runde Skat und Dö spielen. Herzlich willkommen zunächst einmal, Eddie. Hallo Daniel. Bevor wir in die Runde einsteigen, und ich kann dir sagen, ich bin schon heiß wie Frittenfett, wollen wir aber noch mal kurz die Highlights unserer ersten Serie bestaunen. Ganz kurz einmal streifen. Ich springe hier mal nach vorne ins Spiel 13. Das Spiel ist nicht sehr alt geworden, da hast du die Karten schon gestreckt. Was ist denn da passiert? Ja, ich war offensichtlich schockiert über deinen raschen Zwischenspurt von 3 oder 4 zu 0 Spielen, dass ich kurzfristig vergessen habe, dass wir en deux spielen. Und deswegen mit 5 Trumpf und 2 Ass und 18 gepiept habe, was in dem Fall natürlich viel zu locker war, weil ich war doch auf 1 bis 1,5 gute Karten angewiesen und wurde auch direkt dafür bestraft, das hätte man sich sparen müssen. Ja, zwei Damen im Skat. Am guten Tag liegt dann trotzdem mal der Bube drin, aber so natürlich völlig wehrlos das Spiel und korrekt geschenkt. Gut, ich habe es dann nicht viel besser oder noch schlimmer gemacht im 22. Spiel, wo ich jetzt gerade mal hin blättere. Du sitzt hier in Vorhand, hast zwei schwarze Buben, zwei rote, nee, zwei Asse in der Hand. Natürlich nimmst du es für 18 Pfündung schon nicht dolle, aber das Spiel dann doch zu stark, um irgendwie den Pik König im Blatt zu halten, ne? Ja, das war erschien mir auch zu stark. Im Nachhinein stellte sich ja wirklich bei der Analyse heraus, dass der blanke Pik König tatsächlich auch gewonnen hätte bei der richtigen Drückung der Luschen. Ja, aber theoretisch kann man dann natürlich auch in drei Stichen verlieren. Trumpf 21, bei Trumpf 3-3, Pik 25 und noch einmal 14. Das wären ja auch 60. Also das war an sich klar, dass du den nicht so drücken kannst. So gesehen war ich jetzt gar nicht so schlecht im Rennen, denn die Herzlusche, die du oben hast, oder die beiden Herzluschen, da steht die Karte 3 zu 1 und das hätte ich ausnutzen können. Du hast ganz korrekt mit dem Buben gestartet, danach geht die Karte ja auch auf. Du siehst, dass du mit dem zweiten Trumpf die Trumpf 10 einsammelst. Ja, und wenn du jetzt die Kreuzen, beide Kreuzluschen oben gehabt hättest, wäre das Spiel vermutlich gar nicht mehr so alt geworden. Dann hättest du einen Stehkartenstich Kreuz aufbauen können und gar nicht Trumpf gezogen. Wo du hier also Trumpf weiter spielst, muss ich eigentlich schon darauf kommen, dass in meinem Sinne eine Siegverteilung möglich ist, beziehungsweise dass du die beiden Herzluschen oben hast. Ich glaube, das habe ich jetzt auch geahnt, weil das Spiel ja durchaus ein bisschen in die Überlegung ging. Trumpf Ass habe ich hier noch abgezogen, das Spiel damit vereinfacht, auch soweit in Ordnung. Ja, und jetzt denkfaul bin ich gewesen. Aus der Hüfte habe ich geschossen. Was habe ich gespielt? Herz Herz, König. Herz König, Herz Dame. Ja, und nach dem Stich ging es jetzt nicht mehr. Wir standen jetzt auf 43 und es standen nur noch 59 drauf. Im Chat hieß es noch, statt Kreuz Dame, die ich dann gebracht habe, jetzt den Kreuz König. Aber ich hatte gesehen, dass du dann einfach mitnehmen kannst, Kreuz Lusche zurückspielen. Dann stehen wir auch auf 56 und auf Pik Dame hättest du die Herz Lusche abtragen können. Also tatsächlich war nach diesem Herz König das Spiel nicht mehr zu gewinnen. Korrekte Karte wäre Pik 9 gewesen. Sah mir einfach ein bisschen zu dusselig aus. So treu doof, ne? Pik Ass und 10 weg, einfach auf drei Augen. Ein günstiger Abwurf, aber ich hätte das Spiel in die Mitte gebracht und dann mit der Herz-Dame angreifen können. Ja, das wäre die Lösung gewesen. Also hat mich ein bisschen genervt, aber nicht zu ändern, ne? Hat dich noch mehr Vorsprung gekostet, genau. Hat mich ein bisschen Vorsprung gekostet. Trotzdem habe ich die Serie gewonnen, aber jetzt haben wir auch genug darüber gesprochen. Jetzt wollen wir mal schauen, was die nächste Serie bringt. Jawohl. Ich mache mal einen Tisch auf Skat en deux, 24 Spiele, 3 Euro halber Cent Abrechnung. Und da haben wir den Eddie dabei. Gut Blatt, mein Lieber. Gut Blatt, mein Lieber. Ja, das sind doch Spiele, die ich kann, hätte ich erstmal gesagt. Die Findung ist nicht schön. Jetzt heißt es gleich wieder Gier oder Vernunft. Wofür entscheiden wir uns? Nee, das wird doch nicht, das wird doch nicht. Ich mach's mal so. Da würden ja nicht die Jungs und die Kreuzen drin zusammenstehen, ne? Tatsächlich nicht. Wichtiger. Und 6 Volle gibt es auch nicht mehr, genau. Ja, wichtiger als die verteilten Buben ist hier, dass der Kreuzkönig nicht zu dritt steht, denn dann gebe ich ja hier nur drei Stiche ab.
Drei Stiche, drei Luschen. Ich habe nur fünf volle. Spiel einfach gewonnen. Akzeptiert. So. Bauer Ass gefunden. Das glaube ich dir erst, das glaube ich erst, wenn ich es hinterher sehe. Ja, aber das würde doch keinen Sinn machen. Oh, Moment, ich muss kurz mal nachdenken. Wenn ich den so drücke, kann der gar nicht Schneider werden. Das hört sich nach Luxusproblem an. Ja. So könnte er Schneider werden. Okay. Wenn ich im Gegenzug auch eine kleine Siegchance habe, wäre ja alles in Ordnung. Na, das sieht aber eher nicht danach aus. Wobei ich natürlich hier mit dem Pik-König zu dritt vermutlich diesen Schneiderzahn dir gleich wieder gezogen habe, beziehungsweise nicht ich, Ja, wahrscheinlich, sondern die wahrscheinlich. Verteilung. Gut, spielen wir ein paar Züge. Ja, also ich kann sowieso nicht aufgeben, weil ich bin ja der Alleinspieler. Gut, dann biete ich dir einfach gewonnen an. Ich denke, mit diesem Ja, was muss ich Pik-König jetzt zu da machen? dritt. Tatsächlich, Bauer Ass. Okay, also so viel schon mal gut zu wissen. Ich kann dir hier offensichtlich vertrauen. Kann ich dir auch so viel verraten? Ich werde jetzt mal gar nicht reinschauen. Denn ich bekomme eins von diesen Qualitätsspielen, die ich mit großem Eifer und großer Freude vortrage. Jetzt ist Ja. ja sogar so, mit ein bisschen Glück steht der jetzt sogar auf Schneider, ne? Mit ein bisschen. Unglaublicherweise, in Pik fallen hier nur 14 und was kann sonst passieren? Auch kann nichts passieren, ne? Doch ein Herz, Schach. Dame, Lusche könnte im Skat liegen. Herz, Dame, Lusche könnte im Skat liegen, so ist es. Deswegen hätte ich wahrscheinlich, ne, wenn ich Kreuz abziehe, dann kannst du die Pik abwerfen, das wäre auch nicht die Lösung gewesen. Nur Herz, Aber es Dame lag dann. nur Herz, Dame, genau. Ja, das allerdings Ja. natürlich auch der Grund, warum 200 Punkte beim Endeu an sich gar nicht so viel sind. Mit diesen doppelt offen Spielen, wo wir auch schon drei von gesehen haben, wenn da die Grands einlaufen, dann ist das schnell wieder aufgeholt. Das Spiel hat Optionen. Ja, das ist jetzt eine ganz interessante Karte. Ich bin leider nicht so wie Daniel. Oder Kreuz zweimal offen, der nicht unverlierbar ist. Krank, wenn die Jungs springen und kein Überstich ist. Aber wir nehmen Variante ganz, ganz sicher. Null doppelt offen. Ja, ich glaube, alles wäre gegangen. Bauern stehen verteilt. Ich habe Das nur. blanke Karo Ass habe ich noch gedrückt. Gut, das Spiel wird nicht sehr alt, das ist klar. Und das ist auch nichts. Das ist schon gar nichts. Oh, Oh, die Findungen werden besser. Findung werden besser, Jetzt nochmal. Ah. Hat nicht ganz gereicht. Also, es langt schon für ein sehr, sehr ordentliches Spiel, aber für einen Grand komme ich in eine gewisse Kürze hier in die Hinterhand. gute Nachricht ist nicht schwarz. Also für Tatsache. mich die gute Nachricht. Ja, alles Spiele ohne Nachdenken bis jetzt. Zum Eingrooven, Außer zum dass ich schon wieder Eingrooven. anderthalb Spiele ausgelassen habe. Zum Eingrooven und warm werden. Die schweren Spiele kommen mit Sicherheit. Und wenn sie kommen, dann hoffe ich mal, dass ich ein bisschen wacher bin als beim letzten Mal. Ja, das sieht ja hier vielleicht schon wieder stärker aus. Es ist stark, aber gegen eine entsprechende Verteilung. Gegen eine entsprechende Verteilung will ich. Ich glaube, den spielen wir mal ausnahmsweise verdeckt. Wollen wir unsere Chancen noch ein bisschen steigern, falls ihr dann doch mal vier oder sogar fünf, Ganz schön viele Asse auf jeden Fall. vier oder doch mal fünf Trumpf dagegen sitzen. Aber Trumpf sitzt soweit ganz geschmeidig. Dann da droht schon wieder ein Überschlag in Karo, allerdings von dem Dreitrumpfmann, also keine wirkliche Gefahr. Also
Gefahr schon, aber wird erkauft durch einen, durch den Trumpfstich, der dann nicht mehr gemacht wird. Erkauft, 21, erkauft. Ja. Gut, Spiel einfach gewonnen. Ich weiß nicht, was der Daniel hier gedrückt haben muss. Kreuz Ass müsste er gedrückt haben und Pik Ass, damit ich noch gewinne, glaube ich. Diese Variante. So, was möchte Daniel denn jetzt? Ich behalte Kreuz 10 bestellt. Der da drüben behält Pik 10 bestellt. Ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Ah, Ist sehr okay. gut. Ich dachte, ich kann ja nicht schenken von hier oder ich kann ja nur warten, es sei denn, ich spiele gleich den Pik König. So. Du hättest auch einfach deine Karten theoretisch für die Zuschauer offenlegen können. So, okay, ich bin immer noch nicht im Angriffsmodus. Einmal geguckt. Oh, wieder Kein gefunden. Handspiel. Gefunden wie der Herrgott selber. Wie der Herrgott selber. Ja, hier wird es keinen Stich geben in diesem Spiel. Ich weiß nicht, Pik steht 2-2. Ja, unstoppable. So, das ist jetzt so. Das Gefühl sagt ja, die Vernunft sagt nein. Was sagt das Publikum? Publikum stimmt später ab. Ich gehe mal rein in die Geschichte. Eieieiei. Ich War der glaube. Herrgott wieder bei dir? Nee, das wirst du dann. Dann hätte ich mich anders geäußert. Das weiß man bei dir nicht. Du bist ja in der Ja, ein. Inzwischen auch schon ein kleiner Pokerspieler geworden, so ein bisschen. Keine Tells von sich geben. Ja, das wird jetzt ein 0 werden. So viel verrate ich dir schon mal. Das ist, glaube ich, noch meine beste Chance. Die Frage ist nur, können wir den mit einer. Welche Mickey-Maus-Drückung denken wir uns jetzt aus, auf die Eddie nicht kommt, beziehungsweise die gegen den Kartenstand jetzt gewinnt? Ich glaube, wir denken uns das mal so rum aus und spielen einen 0. Moment, bevor du ausspielst, null wäre so das Spiel, was ich schenken würde sofort, aber das werden wir natürlich nicht machen. So, Gut. Mickey Maus Drückung. Auf welche Mickey Maus Drückung komme ich nicht? Ja, ich hoffe, dass es, ich hoffe wirklich, und das sieht ja auch fast so drauf, das sieht ja fast aus, als wenn ich sowieso nur mich für eine Variante entscheiden muss oder kann, mal gucken. So, also erstmal die 10 Karten von Daniel, beziehungsweise die 12, 7, 9, 10 Bube in Kreuz, Pik 8 Ass, Karo 8, 9, 10 und Herz 7, 10 Bube. Ja, also wie du siehst, jetzt weißt du, warum ich den 0 hätte Ja, ich. schenken wollen. Vor mir steht Herz 8 und 9, das ist perfekt. Und. So, ich glaube, es geht nur auf eine Variante. Mal gucken, ob die funktioniert. Vielleicht hat Daniel sich jetzt auch verguckt. Wir gucken mal, ob das stimmt. Ich werde es jetzt einfach mal so spielen. Daniel gibt noch nicht auf. Nee, Das heißt, er hat Daniel. jetzt wirklich eventuell Pik Ass oben. Ja, und hat Herz Bube als Bluffer gedrückt. Das ist alles möglich, was man bei dem Null ja auch tatsächlich machen kann. So, und du hast noch den einen Pik und die und Herz 8 und 9, ne? So, also die kann ich jetzt auch erstmal noch Die ganz frei spielen. kannst So. du noch mal spielen und jetzt Man kannst du hat bei überlegen. Daniel gesehen, er hat natürlich auch, wenn er es gemacht hat, ganz clever die Herz 10 gedrückt, um Pik Ass oben zu behalten. Es gibt natürlich jetzt wirklich noch Fälle, wo er diesen 0 auch wirklich halbwegs glatt gedrückt, wirklich sogar gewinnt, wie es ja fast jetzt hier gewesen wäre. Ein bisschen. Gut. Man sagt ja immer, er weiß ja auch, dass man auf das Pik Ass spielen kann. Das war so ein bisschen die Ich Frage. gönne dir den Erfolg, wenn du es gemacht hast und spiele trotzdem. Obwohl ich ein komisches Gefühl habe, ich spiele trotzdem Herz 9.
Ja, das ist ja auch, ich glaube, das ist ja auch, deswegen kann ich es nicht machen, weil das Spiel halt doch eine Nuance wieder zu stark Es war für war den zu Bluff. gut für dieses Experiment, aber es hätte tatsächlich, diesmal hättest du damit, ja. Also schön, aber schön aufgelöst die Geschichte und ja, ich habe einfach mir nichts anmerken lassen. Muss man soll sich ja einfach nichts anmerken lassen manchmal und ich habe dich immerhin noch mal zum Grübeln gebracht. So weit, so gut. Ja. Null verloren. Also das passiert übrigens, wenn man in Karten reingeht, in die man eben, ja, wenn die Vernunft schon Nein sagt, dann ist das meistens ein starkes Argument. Denn mein Bauch, ja, der Bauch, der will irgendwie immer. Den muss ich dann mal ein bisschen besser im Schach halten. So, was machen wir hier draus? Der sah vor der Geschlossen Skataufnahme schon wieder. auch besser aus. Okay, ist aber nichts los. Decke ich mal auf. Ist nichts los, habe ihn auch ganz normal gedrückt, hatte hier wohl. Das ist ja fast beleidigend, dass du jetzt aufdeckst. Komm, okay. So, Moment, 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 Moment. Du musst das Spiel schon noch sauber spielen. Ja, kann ich in diesem Spiel irgendwie was verkehrt machen? Nein, nein, einfach spielen, genau. Ja, ich komme da auf jeden Fall. Nein, ich habe doch hier keinen Abwurf nötig. Oder sagen wir mal, ich habe einen Abwurf nötig. Und zwar jetzt werfen wir mal einmal ab. Ja, ich hätte Kreuz 10 besser draufgelegt, natürlich. So, aber du kriegst doch noch den Ja, vorhin da. ich Guck mal kriege noch hier. ein bisschen was. Ja, 62 hat er gerade so bekommen. Und Ich hatte wahrscheinlich. aber ein gutes Gefühl. Du sagst 18. Ja, das ist mir klar, sonst hättest du. Ja, die Karte stand fast allglatt und der Alleinspieler hat 62 bekommen. Das war auch der Grund, warum ich nur verdeckt gespielt habe. Ich bin mir nicht sicher. Habe ein bisschen flockig natürlich Kreuz zweimal gespielt. offen. Trumpf steht sauber, Herz steht sauber. Schon wieder vergessen, habe ich Und noch hier kommt Karo auch nicht. gedrückt Ich neben den Herzes? hab wieder zu schnell ausgespielt. Ich hätte natürlich Herz aufmachen müssen, um aus dem Schneider zu kommen. Aber ich glaube, das wären vielleicht doch nur 30 auch gewesen, ne? Ist auch nicht ganz. Okay. Nee, das wäre schon Nee, raus. das wären dann der 32 wären es 32 gewesen. wären es gewesen, ja. 32 wären es gewesen. Wieder zu schnell gespielt. Ja, okay. Nerven verloren, wiedergefunden. Ja, gut, das ist ja auch ein Dö, ne? Wir drücken den mal unvernünftigerweise so. Gut, mein Gefühl sagt mir, ich bin gut beraten, jetzt mal mit Herz loszulaufen. Das kann wahrscheinlich nicht verkehrt sein. Okay. Ein Angebot unter Freunden. Ja, gut. Angebot unter Freunden. Den Doppelläufer sollte man erstmal spielen. Das kann zumindest nicht verkehrt sein. Kreuz Ass kann auch nicht verkehrt sein. Ja. Ja, wird wohl Schneider frei, Gut. ne? Ich würde mal sagen, ich biete hier gleich mal Schneider frei an. Ja, Spiel angenommen. ich nehm das Angebot an. Spiel einfach gewonnen. Angenommen. Davon brauche ich noch ein paar. Naja, es könnte Pfiff. die Klingel kommen, die Klingel könnte kommen, die Klingel kommt noch nicht vielleicht. Die Glocke, die Glocke, die So! Glocke, die Glocke. Sie macht sich hier Ja, warm, die aber. Glocke natürlich. So, das ist 24, 7. Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Trumpfstich, ein Kreuzstich, ein Abstich. Ach. Der Daniel, wenn der Daniel solche Spiele unterlegt, dann funktionieren die immer. Erfreulich. Ich weiß gar nicht, was hier wirklich richtig ist.
Ich spiele die jetzt die komplett bekloppte Variante. Ja. Jetzt doppelt offen. Bekloppte Variante. Ja, gut, der Grang wäre jetzt wahrscheinlich auch gegangen. Pik, au, 4 Augen Pik gedrückt. Ach, ich glaube, das ist die beste Variante, die du gespielt hast, ne? Der Ja, der 5-3-4. steht schon. Wenn ich einen Bauern ausspiele beim Grang, ist die blanke Herz schon weg. Und dann muss man wirklich ein bisschen arbeiten mit der Karte. Das wäre wahrscheinlich wirklich Ja, der Krang ist, sehr glaube knapp ich, geworden. der Krang ist. Hast du ja. Das Herzspiel ist jedenfalls deutlich stärker und der Gang ist vielleicht eine Ecke zu schwach, ne? Ich würde es auch sagen. Genau. Deswegen habe ich mich ja auch für diese. So, was kann der Daniel jetzt hier machen? Ich kann jetzt Karo Bauer spielen. Was will der eigentlich machen? Keine Ahnung. Ja, ich will ja nichts machen. Ja, dann biete doch mal Ich raus und will ein gewonnen an, zum paar Stiche Beispiel. spielen. Kreuz zu viert, das wäre hier nett gewesen. Ja, Das war ein bisschen das ist ja knapp. das Problem, wenn 4 Atu stehen, der blanke Kreuz kommt, ist die Kreuz 10 nämlich weg beim Grang, ne? Ja, auch klar. Beim Herz, meine ich Genau. natürlich. Dann wird das, Und naja. Spiel ganz interessant, beziehungsweise vielleicht auch wieder nicht interessant. Dann wäre es einfach für mich geworden. So, das halte ich alles nicht aus. Den müssen wir nehmen. Die Findung hat die Geschichte doch stark vereinfacht. Ja, ich glaube, der geht so rum los. Und ich glaube, da können wir auch Trumpf ausspielen. Da muss man nicht Herz ausspielen. Da muss man nicht ganz ausspielen. Sitzt jetzt gar nicht so gut, aber Ja. mit 20 im Keller bin ich, Spiel glaube jetzt ich, ab. Ach so, 20 hat mit er. Ja, 20 im Keller bin ich, glaube ich, schon ganz, ganz gut unterwegs. 20 gedrückt, Trumpf Ass 10, Kreuz Ass sind schon mal 52. Ja, hier, ich glaube, in Kreuz habe ich sowieso ein paar Sachen abzugeben. Dass jetzt Kreuz Kreuz 7, schneiden wir noch ganz gut. 7 kommt, Ach. war auch jetzt logisch. Trumpfstich, Kreuzstich. Genau, und das Schenken. Was haben wir denn hier? Ein Pass. Ja, das ist so eine verlockende Turnierkarte. Eine sehr verlockende Karte. 1, 2, 3, 4, 5 volle. Die Versuchung. Fast jedes Spiel ereilt sie ein. Oh, guck mal, hättest wieder zwei Damen gefunden. Wäre das ein Treffer gewesen? Ja, aber nicht auf der linken Seite. Ein Treffer auf der rechten Seite wäre das geworden. Ohne Vieren sehr verlockend gewesen, die Karte. Ohne Vieren ist aber dann natürlich auch ein Argument beim Ondue. Es ist wirklich Ohne sehr, Vieren. sehr sorgfältig abzuwägen. Manchmal hat die Oma ja auch wirklich, ist die Oma sehr gut besattelt. Was war das jetzt? Lange Überlegung, 18? War das das Problem, ob du Hand spielst oder reinguckst? Ja, wir waren noch so am Diskutieren des vorigen Spiels. Das hat gar nichts zu bedeuten. Ach, okay. Ist klar, Das heißt ne? nicht zweimal offen? Wir machen mal ein verdecktes Oh, Kreuzspielchen. das ist gut, das ist gut. Das kann nicht verkehrt sein. Oh, so viele Piken hast du da drin. Eieieiei. So, ja. Da macht Wenn sich der Daniel Eddie den glatt gerade, zu Recht natürlich. gedrückt hat, dann hat er ihn auf jeden Fall gewonnen. Wenn er ihn nicht glatt gedrückt hat, habe ich eine kleine Chance, aber. Ja, in seinen Büchern, in deinen Büchern, in deinen Videos erklärst du ja immer, dass es schlauer ist, zwei von einer Farbe zu drücken. Und hier ist die Situation, warum es so ist, ne? Das ist jetzt die Frage natürlich, ne? Jetzt müssen wir mal kurz durchspielen. Wenn ich hier jetzt Karo Lusche, Karo 10, Daniel bedient aus Versehen, dann bringt mir das ungefähr gar nichts. Hat er aber tatsächlich die blanke Herz-Lusche oben, kriege ich noch seine Pik-Dame mit zwei Karo-Vollen. Ja, das gucken wir uns doch mal an. Das gucken wir uns doch mal an. Ja, hätte ich mal anders Das gemacht, gucken aber. wir uns doch mal an. So. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich spiele einfach mal Herz weiter. Den Herzkönig kriegen wir ja eh nicht nach Hause. Der Daniel geht ins Büro, das ist schon mal gut, und spielt jetzt natürlich einen Unterzug, ist ja klar. So.
Ja, das war gar nicht so schlecht gespielt. So kriegt er jetzt, das kann man auch im Mondö nur so spielen, ne? Also, Ja, oder sehr gut im Mondö da kommt spielen. man woanders nicht drauf, wenn man die Karte nicht sieht. Also Ja, ich habe jetzt vielleicht ich zu wollte gerade schnell sagen, gespielt. viel brauchst du mir in Karo nicht anbieten. Ich werde ja, jede Du Übergabe muss wirst ich den ja, Teufel tun und was abwerfen, ne? dann fliegt ja Ja, da sieht Pik man hinten mal, wie raus. wichtig es ist, dass der mit den Trümpfen. So, was liegt Der da mit den jetzt? Trümpfen, der mit den Trümpfen die Piken bedient bei dem Spiel. Ich glaube aber, es nützt mir nichts. Du hast ja noch die Karo 10 im Blatt, ne? Und du stehst, was standst du eben auf 39, 52? Wenn ich steche, kriegst du jedenfalls mehr. Es ist doch noch die Karo 10 draußen, ne? Ja, es muss ja noch die. Sag mal, bin ich denn durcheinander? Ne, die Karo 10 ist ja noch draußen. Ich glaube, du hast gewonnen. Ich glaube, du hast es genau perfekt getroffen. Gut, 61. Deswegen haben wir ihn verdeckt gespielt. Das war Deswegen auch haben wieder ein halber Null und ein halbes Farbspiel. Und wenn du zwei halbe Spiele hast, dann ist es ja manchmal so, dass ein ganzes Ball rauskommt und manchmal verreckst du eben, ne? So, den möchte ich jetzt nicht mehr. den möchtest du nicht mehr. Okay, für die Zuschauer. Für die Zuschauer gut gefunden und immer noch lange nicht gewonnen. Aber wenn man so findet, das wäre jetzt eine schöne Geschichte. Pik Ja. Bube gefunden, Pik Bube gefunden und man hätte vielleicht immer noch passen sollen, das Spiel, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch jetzt gar nicht Das so war wieder schlimm ohne aus. Vieren, Ja, dann durchaus frivol. Wir sind auf Sendung so optisch gesehen. sehr schön, Ja, weil genau. Pik 10 noch dabei war, ne? Ja, jetzt gewinnst du natürlich ganz leicht, weil Kreuz Bube zu zweit steht, brauche ich glaube ich auch gar Nein, nicht. Pik 10 habe ich auch noch gefunden. Also ich hatte Ass Ah. 10 zu 4, 10 zu 4 und Ass König in der Hand tatsächlich. Also ganz starke 18. Ja. Mit Bauchgefühl. Ja, gehört ja auch dazu. Bauchgefühl. Ach so, jetzt guck mal, ich will hier eine Karte drücken, der andere ist ja dran. Ja, ich glaube, das Ja. bieten. Ich biete dir gleich mal. Ich glaube, du kannst ausspielen, was du willst. Es läuft sowieso auf Raus und gewonnen Ich an. biete das Genau. gleich an. Einfach gewonnen. Akzeptiert. So, Mensch, Mensch, das ist ja bist schon besser geworden. Der Rückstand diesmal ist gar nicht so groß wie nach der ersten Runde. Und die Glocke zweimal bei dem Daniel. Ja, ich bin ein bisschen anfällig jetzt heute, vielleicht ein bisschen zu frivol reingegangen, vielleicht diesmal im Überschwang meiner Gefühle aufgrund des großen Vorsprungs. Auch das ist ein Fehler, den man übrigens, ja, den man nicht allzu oft sich leisten kann. Ich habe, glaube ich nehme meine Lektion wieder mit. Ich werde, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Schildkröte spielen in der nächsten Serie. Aber ansonsten eine schöne Runde. Bedanke mich Ja. und meinetwegen können wir direkt weitermachen. Alles klar, Daniel. Ciao, Okay. Eddie. Tschüss.